noch einen Fernsehpreis in einer Kategorie, die ich noch nie gewonnen habe, und zwar die Kategorie Comedy ist jetzt dran. Bitte begrüßen Sie die Tatortkommissare aus Münster, Frank Thiel und Karl Friedrich Börne. Da haben Sie sich ja dem Anlass entsprechend mal wieder so richtig rausgeputzt, mein lieber Thiel. Ich brauche keine Fliege wie Sie, damit man meinen Kopf von meinem Arsch unterscheiden kann. Hm. Hochverehrtes Publikum, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Jury. Ich nehme diesen Preis selbstredend mit aller gebührenden Demut an und gratuliere zu dieser, wie ich finde, überaus mutigen Entscheidung, die einmal mehr beweist, dass der Begriff Jury mehr bedeutet als Preisrichterkollegium. Was denn, Thiel? Wir haben den Preis nicht gewonnen. Das ist die Kategorie Comedy. Was wir beim Tatort machen, nennt sich Krimi. Wie, was wir machen Krimi? Das ist ausgeschlossen, Thiel. Das hätte man mir doch gesagt. Ja, ich hab's hier irgendwo aufgeschrieben. Moment. 18,30 €. Nee, Quatsch, hier. Hier steht irgendwas von Nominierten. Da. Götter wie wir. ZDF-Kultur, das müssten Sie doch kennen. Selbstverständlich kenne ich das, Thiel. Eine höchst bemerkenswerte Serie, nebenbei bemerkt. Gott ist dort nämlich ganz anders als bei uns keine Einzelperson, sondern ein Team. Genauer gesagt zwei Männer, die sich als Frauen verkleiden. Ah, Männer in Frauenklamotten. Also wieder eine Moderate hier in dem schwarzen Kleid. Also, darin steckt also der Witz. Ich kann beim besten Willen nicht entziffern, was Sie hier auf Ihr edles Büttenpapier kalligrafiert haben, Thiel. Was soll das denn heißen hier? Harte Show? Jetzt geben Sie her, Vierauge. Eindeutig, die Heute-Show. Na, dann sagen Sie das doch gleich, Thiel. Das ist zwerchfellerschütternd komisch. Sieht aus wie echte Nachrichten, ist aber kompletter Nonsens. Mit Klaus Kleber und Gundula Gause. Nee. Hier. Das ist hier mit dem einen, mit dem Dings da, mit dem anderen Moderator da. Na, wie heißt er da? Der Pummelige da mit den schiefen Zähnen und den wenigen Haaren auf dem Kopf. Ist das jetzt eine Ihrer kriminaltechnischen Beschreibungen, Thiel? Wen meinen Sie denn hier? Oliver Welke? Ja, hier, Oliver Welke. Ja, genau, der, aber... Sein Sidekick da in der Sendung, der ist viel, viel lustiger als Herr Welke. Sidekick? Ach, Sie meinen Olaf Schubert? Nee, Olli Kahn. Spitzenmann. Apropos Kahn, Thiel, vielleicht sind wir ja doch noch mit dem Boot. Bei den Nominierungen, was steht denn hier an dritter Stelle auf Ihrer ptolemäischen Hieroglyphentafel, Thiel? Ja, da muss ich Sie leider enttäuschen, Börner. Der dritte im Bunde ist das Frühstücksfernsehen am Abend oder sowas. Schade. Also ich meine, bravo, bravissimo. Nun, Frühstücksfernsehen am Abend sollte Ihnen doch eigentlich entgegenkommen, Thiel. Wieso? Naja, dann können Sie endlich beim Frühstücksfernsehen Bier trinken. Schön wär's, ja. Aber ich lese gerade hier, das lief ja nur ein einziges Mal. Wie, was? Das lief nur ein einziges Mal? Das darf ja wohl nicht wahr sein, Thiel. Dass ich hier in 23 Folgen Tatort Münster sämtliche Register des komödiantischen Handwerks hoch und runter dekliniere und wir hier nicht ein einziges Mal nominiert sind, Thiel. Das ist ein Skandal. Erinnern Sie sich noch an die Folge hier mit Roland Kaiser? Ja, ich war leider dabei. Da haben wir, oder besser gesagt, ich habe da den Fernsehgeschichte geschrieben, Thiel. Das waren die besten Quoten aller Zeiten. Mein improvisierter Auftritt im Morgenmantel war nebenbei bemerkt. Thiel. Halt's Maul, hier sind die Nominierten. Den Satz wollte ich doch sagen. Ja, komm, ist gut. Also, der Preis für die beste Comedy geht an... Börne, dieses dreiste Product Placement geht gar nicht, ist außerdem verboten. Sie haben gerade reden, Herr Thiel, mit Ihrem albernen T-Shirt. Wieso? Man wird ja auch noch Fan sein dürfen, oder? So. Der Fernsehpreis in der Kategorie Comedy geht an, wer hätte das gedacht? Tatort Münster. Nichts aber. Götter wie wir! Götter wie wir. Sender ZDF Kultur die höchsten Einschaltquoten seit seinem Bestehen beschert. Jetzt wird die Sendung auch noch mit dem Fernsehpreis geadelt. Carsten Strauch führt außerdem auch noch höchstpersönlich Regie.
Ja, Wahnsinn. Ich glaube, ich kann sagen, selbst als Gott.